Wie sorgst du dafür, dass dein Kreuzbandriss oder Kreuzbandanriss im Knie so schnell wie möglich verheilt? Und was sind ein paar Dinge, die dir dein Arzt höchstwahrscheinlich nicht verrät? Entweder weil er sie nicht weiß oder weil er sie vielleicht auch nicht abrechnen kann. Und dafür bekommst du in diesem Video einen ganz klaren Gameplan. Also, wir werden sowohl den Kreuzbandriss als auch den Kreuzbandanriss behandeln, weil sich es auf ein paar Kleinigkeiten nicht allzu groß unterscheidet. Ganz kurz vorab, ja, das ist wirklich eine Horrorverletzung, tut sehr weh. Meistens hat man dann dieses Knacken, wenn das Kreuzband reißt. Und kann dich aber beruhigen, man kann das wirklich gut wieder aufbauen, wenn man die zwei großen Faktoren richtig macht. Wir gehen jetzt hier nicht nochmal groß die Symptome durch, weil du wirst ja höchstwahrscheinlich eine Diagnose haben, wenn du dieses Video schaust. Also Knie ist geschwollen, kannst das Bein nicht ganz beugen und am Ende des Tages muss man das halt auch wirklich mit einem bildgebenden Verfahren, meist MRT, dann halt mal sehen, dass das Kreuzband wirklich durch ist. Und dann hat man, was die Operation angeht, zwei, drei Möglichkeiten. Einmal wäre eben klar, das gerissene Kreuzband wieder zusammennähen. Das wird in der Praxis heute nicht mehr so häufig gemacht und das kann auch nur ganz kurz nach der konkreten Verletzungen gemacht werden. Ansonsten wird da meist dann irgendeine Sehne, meist aus dem Semitendinosus, das ist auf der Oberschenkelrückseite, genommen und anstelle des Kreuzbandes eingesetzt und muss dann da verheilen und entsprechend der Belastungen, die dort wirken, sich anpassen und anwachsen und voll belastbar werden. Oft sind ja auch noch umgebende Strukturen zerstört, Meniskus oder irgendwas anderes. Darum wird es jetzt nicht gehen, aber die Methode 2, die du heute bekommst, wird auch für die Heilung des Meniskus sehr, sehr vorteilhaft sein. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man eine gespendete Sehne bekommt oder eben eine Plastik, also ein künstliches Kreuzband, was der, sagen wir mal, Worst Case wäre, aber was in der Regel auch ganz gut funktionieren kann. Worauf es eher ankommt, ist, dass nach der Operation oder auch Nicht-Operation das Kreuzband die richtigen Belastungsreize bekommt, damit es voll stabil wird. Das heißt, dass das Knie wieder seine volle Stabilität zurückerlangt. Da kommt oft die Frage, ist eine Kreuzbandheilung ohne Operation möglich? Erst einmal, nein, ist sie nicht, weil das Kreuzband nicht von selbst wieder zusammenwachsen kann. Ist physiologisch nicht möglich. Es gibt aber trotzdem Leute, die trotz eines Kreuzbandrisses ein stabiles Knie haben. So, wie kann das sein? Ja, dann muss man eben das Knie sehr stark und gut kräftigen und schauen, was man sonst so macht. Ich würde jetzt aus meiner Erfahrung in der Praxis sagen, dass das nicht der sichere Weg ist. Ich bin eigentlich immer dafür, Operationen, wenn möglich, irgendwie auszulassen. Aber beim Kreuzband, wenn das wirklich gerissen ist, macht es durchaus Sinn, dass die Operation durchzuführen. Das ist nur meine ganz persönliche Meinung dazu. Denn, die maximale Kniestabilität wird eben durch das Kreuzband gewährleistet. Und sonst kann man halt nur kompensatorisch auftrainieren. Okay, vier Dinge, die du auf gar keinen Fall tun solltest, egal ob dein Kreuzband gerissen oder angerissen ist. Und die erste ist, mache nicht die Pechregel. Pech ist diese Standardregel bei Verletzungen, also Pause, Eis hochlagern und Kompression. Und die ist nicht mehr aktuell. Das wissen aber viele Ärzte und auch anderes medizinisches Personal sehr häufig nicht. Und sowohl das Eis als auch die Kompression verhindern eine vernünftige Heilung. Deswegen keine Pechregel. Und dazu gibt es auch ein vollständiges Video von mir auf dem Channel hier. Kannst du dir gerne anschauen. Außerdem, wenn irgendwie möglich, keine nicht-steroidalen Antirheumatika, wie zum Beispiel Ibuprofen. Ja, ich weiß, das tut weh. Aber vor allen Dingen nach der Operation darfst du dir die Frage stellen, soll das nicht wehtun oder soll das gut abheulen? Nicht-steroidale Antirheumatika wie Ibuprofen können die Heilung verzögern, dadurch, dass sie die Proliferation von Bindegewebszellen, die ja das Kreuzband wieder aufbauen, verhindern oder beeinträchtigen. Ebenfalls wichtig, keine Beinübungen in der offenen Kette oder mit offener Schublade. Heißt sowas wie Beinstrecker, Beinbeuger eher nicht. Und auch sowas wie Richtungswechsel, Sprints oder irgendwelche explosiven Dinge haben erstmal nichts in deinem Bewegungsalltag verloren. Stattdessen vier Dinge, die du machen könntest. Und da ist auch schon der erste Geheimtipp bei, der einfach die meisten gar nicht auf dem Schirm hat. Das erste ist erstmal Stabilitätstraining fürs Knie. Egal ob nach der OP oder ob du keine OP machst, weil du zum Beispiel nur ein Anriss hattest. Also beim Anriss ist eine OP nicht wirklich zwingend erforderlich, wenn man die Dinge, die du jetzt hier in dem Video hörst, einfach mal umsetzt. Also Stabilitätstraining fürs Knie. Mach das mit einem Physio. Das ist einfach wichtig, dass du da schaust, dass Stabilität reinkommt. Zweitens, Krafttraining für den Unterkörper nach einem klassischen Reha-Protokoll. In der Regel sollte das eigentlich die Physio machen, wird in der Praxis aber nicht von der Physio abgedeckt. Das würde halt so anfangen, dass man eher mit höheren Wiederholungen startet, im Laufe der Monate und entsprechend des Heilungsverlaufes dann noch niedriger mit den Wiederholungen geht und das Gewicht entsprechend steigert, am Ende auch wieder explosiv trainiert. Das muss aber vom Protokoll her immer zu dem aktuellen Heilungsstand passen. Deswegen würde ich jetzt hier keine pauschalen Protokolle in den Raum stellen.
Auch die Auswahl der Übungen verändert sich. Sie sind meist am Anfang eher einfach, heißt irgendwelche zweibeinigen Übungen, Beinpresse oder einfach solche Kniebeugen. Und später geht es dann mehr in den einbeinigen Bereich, in Ausfallschritte, Bulgarian Splits, Quads, Single Leg, Deadlifts, irgendwelche Dinge, die dann deutlich anspruchsvoller sind. Und das muss aber wirklich immer individuell angepasst sein. Nur wichtig, wenn du willst, dass dein Kreuzband wieder voll belastbar wird, mach so eine Reha am besten mal durch. Jetzt ein Mini-Geheimtipp. Flossing, da wickelst du so ein Band um dein Knie von unten nach oben und sorgst dafür, dass da quasi einmal kurz, nicht langfristige Kompression, sondern kurz und auch nicht in der Akutphase, sondern so ab Tag 10, 20 nach der OP, alles rausgepresst wird und danach wieder reinschießt. Dadurch verbesserst du den Stoffwechsel in deinem Gelenk und entsprechend kommt dann auch mehr Nährstoff an deinem Kreuzband an. Und das ist jetzt Nummer 4 und das ist das Allerwichtigste, was so viele Leute nicht checken. Nährstoffe. Stell dir mal eine Mauer vor. Du willst eine Mauer bauen. Du hast Steine. Du hast auch topfitte Maurer und die schlägen die Steine aufeinander, aber der Mörtel fehlt. Du kannst einmal gegen die Mauer, ne, die Mauer sieht vielleicht sogar ganz gut aus, aber du schubst die einmal und die fällt um. Egal wie hoch und schön die war. Und der Mörtel, in diesem Fall ist das Kollagen. Dein Kreuzband besteht aus Kollagen im Bindegewebe. Und solltest du zum Beispiel diese Operation hinter dir haben, wo die Semitendinosus-Szene entnommen wird oder ein Teil der Semitendinosus-Szene, dann auch diese besteht aus Kollagen im Bindegewebe. Du willst, dass sich diese Sehne ja wieder regeneriert. Du willst, dass sich dein Kreuzband regeneriert. Du willst auch, dass, falls er mitbeschädigt wurde, dein Meniskus sich regeneriert. Auch der besteht aus Kollagen. Und all die Haut und all das, was aufgeschnitten wurde drumherum, besteht aus, richtig, Kollagen. Deswegen ist es wichtig, dass du genug Kollagen zu dir nimmst. Dafür hast du die Möglichkeit, Knochenbrühe zu essen, Hühnerhaut zu essen, Rinderhaut zu essen. Irgendwelches Bindegewebe macht halt in der Praxis kein Mensch. Vor allen Dingen nicht, naja, die 20 Gramm, die du am Tag idealerweise bräuchtest. Na, also selbst wenn wir keine Verletzung haben, haben wir ein Kollagendefizit von 10 bis 15 Gramm am Tag, weil das in unserer modernen Nahrung einfach kaum noch enthalten ist. Und naja, spätestens wenn du dann so eine Verletzung hast und möchtest, dass die optimal und schnell heilt, solltest du schauen, dass du diesen Mangel mal ausgleichst. Und bei so einer schweren Verletzung wie im Kreuzbandriss, das ist jetzt ja keine Kleinigkeit, kann zwar gut abheilen, aber ist keine Kleinigkeit, da sollte auf jeden Fall 20 Gramm Kollagen am Tag schon drin sein. Also 15 bis 20 Gramm sollten es sein. Deswegen ist das super wichtig, dass du Kollagen ergänzt, im Idealfall in Form von bioaktiven Kollagenpeptiden. Dazu jetzt mehr. Also du weißt jetzt, dein Kreuzband besteht aus Kollagen, die Sehnen bestehen aus Kollagen, all das Bindegewebe, die Gelenke, die Kapsel, alles drumherum besteht aus Kollagen. So, das heißt, du machst die richtigen Übungen mit einem Physio, du machst die Kräftigungsübungen, damit überhaupt erstmal die Reize auf das Kreuzband, auf das Knie und auf all die Strukturen kommen, damit es sich wieder aufbauen kann. Und das Material, was du dazu gibst, ist das Kollagen. That's it. Und bioaktive Kollagenpeptide haben den Vorteil im Vergleich zu Nahrungskollagen, dass sie die Kollagensynthese noch stärker anregen, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Knochenbrühe essen würdest. Eine Knochenbrühe ist auch gesund, kannst du auch machen. Aber wenn es jetzt wirklich einfach nur darum geht, hey, wie kann man dafür sorgen, dass die Kreuzbandverletzung schnell abheilt? Bioaktive Kollagenpeptide. Und idealerweise sind die schon im Körper, wenn du zum Beispiel den Reha-Sport machst. Das heißt, du könntest 10 Gramm Kollagenpeptide vorm Reha-Sport trinken und 10 Gramm danach oder 10 Gramm im weiteren Verlauf des Tages. Oder, ne, so einfach kann das schon sein. Und wenn du möchtest, dass das Ganze noch besser funktioniert, dann kombinierst du diese Kollagenpeptide mit der Aminosäure Citrullin. Die sorgt dafür, dass sich die Gefäße weiten und auch die Proliferation von Bindegewebszellen, also von Bindegewebe, Kollagen ist Bindegewebe, von den Kreuzbandzellen, wenn man so will, stärker wird. Das heißt, dass mehr Kollagen an die Stelle kommt, wo es am Ende auch hin soll. Das ist die Basic Ernährung, wenn du willst, dass der Kreuzbandriss so schnell wie möglich abheilt. Es gibt natürlich noch viele weitere Dinge, auf die man achten kann. Ne? Also was weiß ich, Vitamin D, Omega 3, das spielt alles eine Rolle bei der Wundheilung. Aber das Kollagen ist der absolut größte Engpass, den wir so im Alltag jetzt meist noch nicht auf dem Schirm haben. Und wenn du Veganer bist, dann hast du ein Problem, weil es oder Vegetarier, weil wir Kollagen halt einfach wirklich eine tierische Aminosäure ist. Aber es gibt einen Kompromiss, sagen wir mal. Optimal ist es nicht. Du kannst Glycin supplementieren. Glycin ist die limitierende Aminosäure, die benötigt wird, um Kollagen herzustellen. Auch damit kann dein Körper ja ein Kollagendefizit bis zum gewissen Maß ausgleichen, beziehungsweise auch den Kollagenbedarf decken. Allerdings ist das nicht so effektiv, wie einfach diese 15 bis 20 Gramm Kollagenpeptide einzunehmen, weil das Glycin die Kollagensynthese nicht so stark erhöht wie die Kollagenpeptide. Was heißt das jetzt auf den Punkt?
Physio machen, Krafttraining machen, langsam aufbauen, das unter professioneller Anleitung machen, wenn du nicht weißt, was du tust. Übungen in der offenen Kette wie Beinburger, Beinstrecker vermeiden, nicht machen. Nicht nur nicht vermeiden, sondern wirklich nicht machen. Schauen, dass deine Beinachse stabiler wird und vor allem 10 bis 15 Gramm Kollagen mit jeweils 5 Gramm Citrullin regelmäßig supplementieren über ein paar Monate und auch sonst natürlich genug Protein und all die anderen wichtigen Basics zu dir nehmen. Das Ganze funktioniert. Final noch, worauf solltest du beim Kollagen achten und wie sieht es mit Kreuzbandriss und Sport aus? Also, dass Unterkörpersport, insbesondere Spielsport oder irgendwelche anderen Übungen, wo es zu Richtungswechseln, Sprüngen oder Gegnerkontakt kommt, erstmal tabu ist, denke ich, liegt auf der Hand. Oberkörpertraining. Kannst du zum Beispiel Krafttraining von Oberkörper von Tag, sagen wir, 5, 6, 7 nach der OP an gnadenlos durchziehen und da auch viel machen. Du solltest halt darauf achten, dass du dein Bein nicht trotzdem aus Versehen irgendwie blöd belastest, zum Beispiel beim Bankdrücken das Knie stark anwinkelst und dann viel Druck drauf gibst oder beim Überkopfdrücken oder beim Klimmzug von der Stange springen und ja, dann kannst du schnell mal wieder wehtun. Also da sollte man einfach aufmerksam sein. Und jetzt noch ganz final, worauf achtest du bei der Auswahl deines Kollagens? Achte erstmal darauf, dass keine unnötigen Zusatzstoffe dabei sind, denn du willst eigentlich alles vermeiden, was irgendwie dein Immunsystem davon ablenkt, dein Kreuzband zu heilen. Also natürlich auch große Mengen an Alkohol, Zucker oder irgendwelchen künstlichen Stoffen, die einfach nicht gesund sind. Ne? Müssen die nicht ganz verbieten, aber sollte nicht im Übermaß konsumiert werden. Deswegen wäre es halt blöd, wenn bei dem Kollagen-Supplement jetzt irgendwie, wer weiß, was für komische Geschmacksstoffe dabei wären. Dann braucht es zur Kollagensynthese auch Vitamin C, Kupfer, Mangan, Zink und Kieselsäure. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, dich einzeln um all diese kleinen Dinge noch zu kümmern, suchst du dir idealerweise ein Kollagensupplement, was das alles schon enthält. Ein Kollagenpulver idealerweise, Kollagentabletten gibt es auch, die sind aber übermäßig teuer, da ist fast nichts drin. Da musst du so eine ganze Dose nehmen und kannst du dich arm supplementieren mit Kollagen, obwohl es sehr günstige Kollagenanbieter gibt, die einfach ein Pulver haben, was sich sehr gut im Getränk auflöst. Und genau, wenn du jetzt einen Anbieter findest, der Kollagen aus Weidehaltung hat, wäre das natürlich optimal. Ich hab übrigens einen gefunden. Ich halte die Empfehlung unter diesem Video aktuell. Das heißt, jetzt aktuell verlinke ich dir das kostengünstigste Kollagen aus Weidehaltung, wo eben zum Beispiel auch Kupfer, Mangan, Zink, Kieselsäure, Vitamin C da zusätzlich dabei sind, sodass man sich eben nicht irgendwie darum noch kümmern muss. Und die Kollagensynthese optimal ist, ergo das Kreuzband perfekt heilen kann und auch Meniskus und was sonst noch alles betroffen sein mag. Beim Citrullin, ein gleiches Spiel. Schau halt, dass du ein reines Citrullinmalat hast. Und in der Praxis kannst du die halt gut vermixen. Zum Beispiel zweimal am Tag 5 Gramm Citrullin mit 10 Gramm Kollagen. Wäre jetzt ein klassisches Protokoll, was man nutzen könnte. Und dann geht das mit der Heilung ziemlich zügig voran. Genau. Wenn du noch offene Fragen hast, kannst du mir die sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten findest du jetzt unter der Videobeschreibung das Kollagen, die vegane Alternative, das Glycin und das Citrullin. Und falls du lieber liest, habe ich es dir auch nochmal in einem Blogartikel jetzt hier alles zusammengeschrieben. Also in diesem Sinne, gute Besserung. Das ist nicht das Ende. Du kannst danach voll belastbar wieder zurückkommen. Ah, da habe ich auch einen coolen Blogartikel mit einem meiner Kunden, ich glaube, das war im Jahr 2019, der mit einem Kreuzbandriss zu mir kam und wir haben den stärker denn je gemacht und fitter denn je. Das war ein Wettkampf-BJJ, also Kampfsportler. Verlinke ich auch mal unten drunter. Und ja, in diesem Sinne, das ist nicht das Ende, das ist jetzt nervig, aber du kannst viel Gutes davon mitnehmen. Du kannst viel über deinen Körper lernen. So eine Kollagensupplementation ist übrigens auch super nice für die Haut, um anderen Verletzungen, die vielleicht schon auf dem Vormarsch sind, vorzubeugen. Also, wenn du dieses Video gesehen hast und die Sachen einfach machst, wirst du von dem Kreuzbandriss in 6 bis 12 Monaten stärker denn je zurückgekommen sein und dir wahrscheinlich zukünftige Verletzungen ersparen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Schönrederei, aber so eine Verletzung hat auch immer ein Geschenk. Und ich kann dir sagen, ich weiß, wovon ich da spreche. Ich hatte schon viele und habe auch schon mit vielen meiner Kunden teilweise auch recht üble Verletzungen rehabilitiert. Also von diesem Sinne, lass dich nicht unterkriegen, zieh das durch. Und wenn du offene Fragen hast, wie gesagt, hey, schreib es mir unter die Kommentare. Lass mir auch übrigens gerne einen Daumen nach oben da. Alles Gute dir und ja, bis zum nächsten Video.